Ja, hallo liebe Camperfreunde, herzlich willkommen wieder zum Pauli Camper Talk. Ich darf euch heute den neuen Globeline T6613 EB vorstellen auf einer Mercedes Sprinter Basis. Und das ist das neue Modelljahr 2020, auch schon ausgestattet mit einem Euro 6 Temp-Motor. Und dann kommt mal einfach mit, ich zeige euch mal den Innenraum und zeige euch da mal die Extras des Fahrzeugs, so wie wir das hier auf dem Hof stehen haben. Dann kommt mal mit. Ja, der Globeline auf Sprinterbasis. Wir zeigen jetzt mal das moderne Cockpit von dem Mercedes. Unser ist ausgestattet mit 163 PS Vierzylindermaschine. Das Ganze dann dazu Assistenzpakete. Wir haben Family Chassis Paket und das Style Paket hier in unserem Globeline verbaut. Assistenzpakete wird ja immer mehr gefragt, gerade was so mit Spurhalteassistent angeht und Tempomat mit einem aktiven Abstandstempomaten, auch das verfügt das Fahrzeug. Eine automatische Start-Stopp-Regelung mit einem Start-Stopp-Schalter. Also schon so die Standards, wie heute auch im Pkw-Bereich ist. Und da muss ich sagen, da bietet der Mercedes wirklich eine unheimlich tolle Basis. Und wenn man mal so, wie ich jetzt hier in der Sitzgruppe mal so sitze, wir haben hier die Möglichkeit zum Anbringen vom TV. Wir haben ein unheimlich schönes offenes Dach, vor allen Dingen auch vorne mit der T-Haube, mit dem Fenster drin. Finde ich, ist alles sehr harmonisch gelungen, das Fahrzeug. Und ich zeige euch jetzt mal hinten im Heck den Schlafbereich und gehe dann rüber vom Bad aus bis in die Küche. Und dann kommt einfach mal mit mir rein und dann folgt mir mal. Ja, der EB steht ja für Einzelbetten, da sitze ich jetzt gerade drauf. Und ich habe noch eine unheimliche tolle Sitzposition hier. Wir haben unten drunter eine sehr große Heckgarage und auch zwei ordentlich vernünftige Kleiderschränke zur Unterbringung der Textilien. Ja, ich sitze jetzt hier auf der Schublade, wie es bekannt ist bei Detlefs, die wir ausziehen können, um eine große Kuschelzone zu erzeugen. Ansonsten, wenn ich nicht unbedingt mit der Treppe ins Bett möchte, kann ich die auch zurückschieben und die Treppe zu Hause lassen und kann dann über die unter mir befindlichen Stufen dann ins Bett. Die zusätzlichen Kissen, die jetzt hier auf meiner Seite liegen, das ist das quasi das dritte Bett, weil wir haben hier kein Hubbett, sondern wir haben hier die dritte Bettvariante, wo wir vorne im Sitzbereich die Sitzgruppe umbauen können, wo man dann nochmal den dritten Schlafplatz erzeugen kann. So, ansonsten finde ich das ganze Ambiente hier sehr stimmig, auch mit der Rückwand, die wir gleich nochmal beleuchten. Ich zeige gleich nochmal so ein paar Elemente mit Beleuchtung hier in dem Fahrzeug und da sieht man schon, wie schön das Fahrzeug so vom ganzen Konzept her gestaltet ist. So, ich habe mal die Beleuchtung angemacht, da kann man einfach mal ein bisschen sehen, wie das Fahrzeug gestaltet ist, auch so mit dieser indirekten Beleuchtung. Ich finde es einfach unheimlich schön, auch wenn du mal mit rüberkommst, Lukas, hier zum Küchenbereich. Ich finde das echt klasse gemacht. Nicht nur, dass wir hier eine Glaswandabdeckung haben im Küchenbereich, sondern dass diese ganze auch noch von oben und unten beleuchtet ist. Das ganze Konzept vom Globeline ist halt unheimlich auf Gemütlichkeit ausgelegt und natürlich auch Funktion. Und die Funktion findet sich dann auch wieder hier im Badezimmer wieder, wenn du mal mitkommst. Auch hier, wir haben eine separate Dusche drin, einen schönen tollen Spiegelschrank drin. Wir haben unheimlich viel Bewegungsfreiheit, auch für große und kräftige Menschen wie mir. Da kommen wir sehr gut mit klar und ich finde es einfach ein sehr gut durchdachtes Konzept. Ja, bei den meisten Campern ist Wintercamping ja auch immer ein großes Thema und dieses Fahrzeug, unser Globeline, verfügt über das sogenannte Winterpaket. Die beiden Bauteile, links und rechts, aber auch im gesamten Fahrzeug verteilt, das ist die sogenannte ALDE Warmwasserheizung. Wir haben dieses Fahrzeug mal bewusst ausgestattet mit einem Winterpaket, weil ja eben doch das Thema Wintercamping immer wieder ein großes Thema ist und dadurch haben wir dann auch den Abwassertank isoliert, wir haben alle Leitungen mit isoliert und beheizt und ja, es ist dann halt auch mehr Genuss im Winter mal zu fahren und man braucht keine Angst zu haben, dass dort Heizung oder irgendwelche ähnlichen Dinge einfrieren. Ich zeige euch jetzt draußen nochmal die Heckgarage und dann kommen wir nochmal mit. Ja, ich befinde mich jetzt in der Heckgarage und auch hier habe ich eine extrem gute Höhe, um teure E-Bikes zu verstauen, ohne dass die hinten auf dem Heckträger sein müssen. Ansonsten auch die Heckgarage ist auch mit der alten Warmwasserheizung beheizt. Was hier noch toll ist bei dem Fahrzeug, hat Detlef sich was einfallen lassen, den Abwasserhahn elektrisch zu bedienen. Das heißt, wenn das Grauwasser abgelassen werden muss, dann muss ich nicht mehr in die Knie, muss irgendwelche Bügel umlegen. Hier reicht der einfaches Umlegen des Schalters und dann öffnet sich der Abwassertank von alleine. 230 Volt Steckdose haben wir in der Heckgarage zum Laden für die E-Bikes. Und hier hinten
ein relativ sehr gut zugänglicher Frischwassertank. Der Tank ist der gleiche wie bei den anderen Fahrzeugen, auch mit der Rändelschraube, aber von hier aus sehr gut zugänglich. Ich brauche nicht mehr unter die Sitzbank krabbeln und dort noch irgendwas auseinanderbauen. Auch das ist hier im Globeline sehr gut gelöst. Ja, und wenn auch ihr Interesse daran bekommen habt, mal den Globeline live zu sehen, dann kommt zu uns ins Autohaus Pauli und dann schauen wir uns mit euch zusammen den Globeline an. Macht gerne mit mir einen Termin und dann sehen wir uns im Autohaus Pauli. Bis dahin, liebe Camperfreunde.